So, hallo, ich grüße wieder hier zu einem neuen Video von Bartel Invest und ich hoffe, ich bin heute besser akustisch zu hören. Habe jetzt ein neues Mikrofon, deswegen sollte jetzt in den Videos das wieder alles hoffentlich doch klar klingen. Worum geht es heute in dem Video? Heute geht es mal darum, nochmal mit diesem Mythos, in Anführungsstrichen will ich es mal einen Mythos nennen, aufzuräumen mit dem schönen Spruch, The Trend is your friend. Und zwar, kurz und knapp jetzt einfach mal gesagt, solltet ihr nicht versuchen, den Trend zu handeln. Versucht, Seitwärtsphasen zu handeln. Ich sehe das immer wieder, ich wiederhole das immer wieder, ich erkläre das meinen Teilnehmern immer wieder, ich sage das Leuten auch zu meinem Videokurs zur Strategie immer wieder, beziehungsweise wird es da sowieso behandelt und erklärt. Und zwar bewegen wir uns eben zum größten Teil seitwärts und viele versuchen ständig mit diesen Trendstrategien irgendwie da in Plus reinzukommen. Das funktioniert aber leider nicht. Woran liegt das? In dem letzten Video habe ich auch darüber geredet zum Thema mal Vergleich Investment und Trading. Und zwar beim Investment ist ja auch einfach so, man investiert, man kauft ja eben die Aktie und lässt die einfach laufen. So, und fängt hier eben auch nicht an mit Stops zu arbeiten. Im Trading ist es immer so, man versucht immer dem Trend zu folgen und hier in dem Fall relativ schnell mit Stops irgendwie zu arbeiten. Und genau da sind wir wieder beim Punkt. Der Stop-Loss ist nämlich hier wieder das große Hauptproblem. Die andere Sache ist einfach, dass wir Trends viel zu spät erkennen. Das heißt, immer erst wenn der Markt schon angelaufen ist, dass wir erkennen, jetzt ist der Trend, dann wollen wir einsteigen. Und ich sehe das gerade wieder aktiv hier, weil wir gerade unseren Vollautomaten viel testen, dass wir einfach, wenn wir den Chart nehmen und am Rand zusammen skalieren und uns einfach mal dann das Hoch und das Tief mit Linien anzeigen und da durchgehen, sehen wir einfach, dass wir uns primär eben in dieser Seitwärtsphase bewegen. Das heißt, wenn überhaupt, man muss immer in dem Hoch und in dem Tief einsteigen und dann genau in die Gegenrichtung handeln, um den Gewinn, sage ich mal, zu kommen. Und natürlich versucht man dann diesen Trend nach unten zu handeln. Dieser Trend ist aber nichts anderes wie eine Seitwärtsphase. Das ist einfach nur die Bewegung und die Korrektur. Ich kann es gerne mal hier einzeichnen. Das Schöne ist, wenn ich mich jetzt umdrehe, solltet ihr mich immer noch jetzt glasklar hören. Und beziehungsweise, wenn wir jetzt immer diese Aufwärtsbewegung haben und sagen, wir wollen jetzt hier oben einsteigen, wenn das ein Abwärtstrend hier ist, ist das in Anführungsstrichen nur ein Trend, der kann sein, dass der hier nochmal bricht und kommt und tut. Im Endeffekt geht es irgendwo hier hin und dann geht es wieder hier hoch und was weiß ich, geht hier vielleicht noch ein Stückchen drüber und geht dann wieder runter. Im Großen und Ganzen bewegen wir uns hier in so einer Range drin. Und das ist eine Seitwärtsphase. Und versucht nicht hier drin zu arbeiten, aggressiv mit Stops, beziehungsweise wenn ihr ausreichend Gewinn drin habt, ja, sondern versucht diese Seitwärtsphasen mitzunehmen. Versucht einfach, wenn ihr eben nicht meine Strategie handelt, deswegen mache ich solche Videos ja auch, wer nicht meine Strategie kennt und diese nicht nutzt, der braucht ja irgendwas, hat ja irgendeine Strategie oder hat eben noch keine und sucht sich da noch, weil er sagt vielleicht, na, ich will das Geld nicht ausgeben, um hier andere seine Strategie zu kaufen, weil die ist nicht günstig, das sehe ich ein. Aber dann versucht wenigstens irgendwie in Seitwärtsphasen zu handeln. Hört auf mit diesem ständigen Trendhandel. Dieses auf Krampf versuchen, Trends zu folgen. Ihr wisst nicht, wann die anfangen, ihr wisst nicht, wann die aufhört, ihr wisst nicht auf den Weg dahin, wie der sich bewegt, wenn ihr den Stop nachzieht. Ihr habt so viele Nachteile da drin, dass ihr hier auf keinen grünen Nenner kommt. Wenn ihr weit im Gewinn schon drin seid, bevor ihr den einfach nur schließt und sagt, okay, ich kann hier noch was ausreizen, dann kann man versuchen, da noch was mitzumachen. Aber ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber ihr müsst versuchen, einfach mal die Trends zu handeln. Probiert einfach mal den Trendhandel. Wir testen gerade zum Beispiel viel mit unserem Vollautomaten, wir machen gerade so Backtests und wie gesagt, ich habe letztens mit jemandem geredet, habe denen auch gesagt, dass wir da an was Guten dran sind. Wenn es aber soweit ist und wir haben den Vollautomaten, dass der so geht, Enttäuschung jetzt groß für alle, den werden wir nicht rausgeben. Also die Ergebnisse, die wir jetzt schon so sehen, sind so gut, dass wir sagen, ja, man kann das schon so laufen lassen. Und wir testen noch ein paar andere Sachen, wo ein bisschen rumoptimiert und hier und da, wo man gucken kann, wo kann man noch ein bisschen was ausreizen. Man darf es nicht übertreiben. Wenn man das zu gut dann macht, dann ist es nur auf gewissen Märkten gut, eben auf Seitwärtstrend, sondern wir versuchen das einfach so zu machen. Und so ist einfach die Strategie auch ausgelegt, dass wir in allen Märkten zumindest mal Break-Even, beziehungsweise am besten halt positiv performen. Und
So ist eben die Strategie von mir genau darauf ausgelegt. Das Problem ist nur, dass wir es vollautomatisch sehr schwer programmiert bekommen, den Einstieg. Jetzt haben wir was, was schon gut geht. Ich blende euch gerade mal hier eine Performance ein. Ich kann euch die nächste Zeit noch ganz paar andere zeigen. Das ist jetzt so ein Test gewesen, den wir haben durchlaufen lassen, der durch und durch sehr, sehr, sehr gut performt hat. Und im Endeffekt genauso mit unserem Strategie Trade Manager. Der verwaltet ja den Trade und das ist im Endeffekt genau dieser Ansatz jetzt hier. Nur eben jetzt schon hier mit einem Einstieg, mit dem wir gut kommen. Noch immer nicht der perfekte Einstieg, so wie wir es eigentlich gerne hätten, aber ein anderer. Aber es funktioniert. A und O ist nämlich die Verwaltung des Trades. Das ist mal so der primäre Faktor. Da zeige ich euch mal was anderes. Wir haben nämlich gerade mal sowas laufen, was so ein bisschen ein relativ wüster Einstieg ist, sage ich ja immer wieder. Der Einstieg ist nicht so wichtig. Ihr solltet versuchen, Trends zu handeln, euch mehr auf die Trends zu konzentrieren, euch primär auf die Seitwärtsphasen zu konzentrieren. Aber der Einstieg ist nicht so wichtig. Der ist nicht ganz so wichtig, sondern eher die Richtung, dass ihr ungefähr die Richtung erwischt, dass ihr ungefähr ein bisschen mit der Bewegung geht, weil man kann auch in Seitwärtsphasen viel falsch machen und in die falsche Richtung handeln. Das, nur weil man die richtige, heißt das ja nicht immer der Trend, sondern klar, wenn wir so eine Seitwärtsphase haben und ich gehe hier oben long, gehe da unten short, könnt ihr euch denken, dass das auch nicht funktioniert. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal ungefähr die Richtung. Wenn wir eine Bewegung haben und der Trade das jetzt mindestens mal in die richtige Richtung handelt. Am Ende geht es nur um das Verwalten des Trades. Der Einstieg, wie ihr da reingeht, was ihr da macht und so, ist erstmal eigentlich vollkommen irrelevant. Und das haben wir jetzt gerade, oder ich lade das gerade noch durchlaufen, vielleicht zeige ich es euch in einem anderen Video dann. Das ist ein relativ unwichtiger Einstieg, aber die Richtung stimmt. Immer, dass wir halbwegs immer die richtige Richtung erwischen und dann geht es um das Verwalten und das macht er ganz nach meiner Strategie. Eben auch wie der Trade Manager, der Halbautomat, das ja schon kann, den es ja schon gibt. Und das ist auch schon ein sehr gutes Ergebnis. Wir warten jetzt noch ab. Es läuft alles momentan auf dem Server, da sind viele Tests und in dem anderen Video kann ich euch hier auch mal ein paar Ergebnisse zeigen. Aber wie gesagt, die vollautomatische Version werden wir hier nicht veröffentlichen. Sage ich schon mal vorweg. Die werden wir für uns behalten. Was für mich natürlich bedeutet, mehr Videos machen, wahrscheinlich noch mehr Zeit. Ich habe mit dem Halbautomaten ja schon so unfassbar viel Zeit jetzt mittlerweile. Ihr seht es vielleicht schon, der ein oder andere. Ich kann bei Instagram immer ein bisschen mehr machen oder ich habe einfach viel mehr Zeit. Also es ist eine riesen Erleichterung mit dem halbautomatischen ER, mit der Strategie jetzt. Die Performance wäre noch viel besser, weil ich einfach viel mehr, wenn ich weg bin, verwalten kann, was manchmal unterwegs einfach flöten geht, sage ich mal. Man guckt so aufs Telefon drauf und sagt, scheiße, ist schon vorbei. Hätte man da was machen können, wenn man am PC gewesen wäre. So ein EA, der macht das einfach konsequent weiter. Das ist schon eine Riesenerleichterung. Genau, wenn da was kommt, sage ich euch das, wie gesagt, nochmal, zeige ich euch was. Ansonsten einfach nochmal hier, versucht euch primär auf Seitwärtsphasen zu konzentrieren, wenn ihr noch keine funktionierende Strategie habt und euch da auch noch ein bisschen sucht. Versucht Seitwärtsphasen zu handeln. Nehmt die Charts, quetscht die zusammen, geht nicht zu nah rein in den Chart, machen wir jetzt. Sucht euch das ganze große Bild an und guckt, was so passiert und versucht einfach dieses Muster, sage ich immer, zu folgen. Wenn ihr ein gewisses Muster seht und der kommt jetzt dahin und das Muster war in der Tendenz eben gerade so seitwärts, dann versucht diesem Muster zu folgen. Das ist immer leichter gesagt als getan, weil man ja schon mal die Frage hat, ja, wohin mit meinem Stop-Loss? Wohin mit einem Kursziel, wenn ich eins habe? Wie soll ich den Stop nachziehen? Das alles eben, wie gesagt, sehr ausführlich eben zu einem Videokurs zu meiner Strategie, wie ihr das machen wollt oder was eigenes überlegen wollt, das ist natürlich eben selbst überlassen. Ich nutze nur noch das eine und nichts anderes mehr, weil es einfach funktioniert. Wenn ihr Fragen habt oder sagt, geht darauf nochmal ein, wie gesagt, schreibt es mir unten gerne in die Kommentare rein, dann versuche ich das noch ein bisschen ausführlicher vielleicht was zu machen, wenn ihr gewisse Sachen wissen wollt unbedingt. Ansonsten, wenn du den YouTube-Kanal hier noch nicht folgst, würde ich mich über ein Abo freuen und gern Fragen unten immer in die Kommentare rein, dann weiß ich, was ich so ein bisschen behandeln kann, was euch interessiert und genau. In dem Sinne freue ich mich auf das nächste Video. Bleibt gesund, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.